So, ihr Lieben. Ah, das ist ja cool. Das Original Warcraft noch da. Geil. Was wollte ich sagen? Tach. So, können wir weitermachen? Ich glaube, ich fühle mich kalt. Es geht ihm nicht so gut. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Leuchtrunen. Die haben wir ja mittlerweile... Doch, schon. Ja, warum nicht? Genau, hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen recht. Mich freut das auf jeden Fall. Ich finde das total schön. Ich finde das super schön. In diesen komischen Quests wollte ich auch noch weitermachen. Wir waren ja gerade bei diesem Satyr irgendwie. Oh! R77 ist auch noch da. Schön! Freut mich. Aha, das finde ich richtig cool. So, der honorierbare Gast. Mhm. Was? Eine Satyr-Axt? Können wir das denn? Necromancer, Gorgone, Saurian, Satyr. Was ist denn das? Es ist also ein verstärktes Leder, besseres Leder. Mhm. Mit einem Satyr-Messer. Das ist ähnlich wie unser Dagger, denke ich mal. Aha. Die müssen... Boah, wir müssen... Ah, 7%. Holy. Oh, oh. Efficient Enhanced Skinning. Okay. Ja. Die sollen wir irgendwann... Satyr-Axt craften. What? Ich denke, das ist noch ein bisschen weit weg. Also so. Ne? Ob das heute noch in den 1,5 Stunden, maximal 2, die ich heute noch machen kann, ob wir das noch hinkriegen, weiß ich nicht. Queen of Venom. Die nächsten 2 Tage bin ich bei dieser Schicht dann auch erstmal nicht so ganz on. Da erreicht er mich am besten im Discord. Ja, und dann schauen wir mal den Rest der Woche an. Donnerstag bin ich bestimmt wieder on. Müssen wir mal schauen. Weiß noch nicht mit was. Aber es wird irgendwas Gutes zwischen Green Hell, Mist und Dark and Light sein. Eventuell sogar Ark. Glaube ich aber noch nicht so ganz dran. Was haben wir denn hier? Ah ja. So sieht das eigentlich aus, wenn ich das auf Deutsch umschalte. DLC, Zero One, NPC, C, bla bla bla. Okay. Shape-Shifting Knowledge. Denke ich, sind wir noch ein bisschen was von weg, wa? Schafe schieben, ja? Wie sollen wir denn Schafe schieben? Schafe heben. Haus und Workbench hier. Hätten wir eine Haussegel, müsste ich machen, ne? Würde ich das denn eventuell unter Dekor finden? Wooden Signpost, Wall Torch und Christmas Tree. Ach, holy Weihnachtsmann. Schneemann, Entschuldigung. Eine Standfackel, alles klar. Okay. So. Ach, nee, ne? Darf ich das noch gar nicht bauen? Sieht fast so aus. Obwohl ein Haus Segel protected einen doch bloß. Steht ja auch da. Take your house building over a wild area of effect. Enemies müssen dir erst den Krieg erklären und... Aha, das ist also für uns im Moment recht uninteressant, aber... Da so eine Hausflagge, Warflag, die sollen wir wohl machen, denke ich mal. Okay. Fangen wir mal oben an. Harvest, Sylpho-Ohr, haben wir doch schon alles. Das ist echt blöd. Naja, hier dachte ich mir, sind hier nur 3. Sind hier auch nur 3. Okay, ich gehe nochmal ins Inventory. Maranubis, ich bin im Singleplayer hier unterwegs, auch mit Singleplayer-Einstellungen, also 4-fach Taming, 3-fach XP und all sowas irgendwie. Damit man es halt schafft. Aber ich habe an den Kampfwerten oder so, da ändere ich nie was dran. Auch an den Stamina-Werten oder so, das mache ich nicht. Wird einfach nur ein bisschen mehr Erfahrung, damit man schneller leveln kann. Und beim Taming, wenn man da
ja, 3 Spieltage alleine irgendwie auf sein Tier aufpassen muss, das ist schon heftig. Deswegen. Wir haben soweit alles bis auf Helm, brauchen wir aber auch im Moment nicht unbedingt. Ich wollte eigentlich in den Quests weitermachen, habe aber auch jetzt hier irgendwie schon wieder tierischen Mumpitz in der Tasche und ich bin immer noch auf der Suche nach einem Flugtier. Ist mir jetzt mehrmals ein Grinsekätzchen dazwischen geraten. Ja, wenn man sich immer ablenken lässt, ne? Müssen wir mal schauen. Die tun wir auch besser woanders hin. Und die Potion auch. Bin ich sogar bereit für nochmal eine Kiste für zu basteln. Lass mal eben schauen. Dürften wir eigentlich sofort aus dem Stegreif können. Ja, es ist sonst doch relativ krass, muss ich sagen. Also, ist nicht gerade das einfachste Spiel, Dark and Light, wenn man das jetzt mal so sieht. Obwohl, wie gesagt, also mit dem DLC würde ich fast jedem Anfänger empfehlen, damit anzufangen. So, wir können schön nah ran. Aber an die Wand mal wieder nicht. Okay. Hier könnten wir dann sowas wie magische Essenzen im Allgemeinen und solche Dinge reintun, die ich im Moment noch nicht wirklich verwerten kann, möchte. Dinge, die in der Magie eventuell zu weit fortgeschritten sind oder so, oder die ich halt noch gar nicht... Guck mal, wir haben noch so einen. Yeah! Wir haben sogar noch... Oh! Ihr wisst schon, was ich meine. Hier tun wir denn lieber die Sämchen rein, die wir noch haben. Ja, ein Abbauzauber, den kann man noch mal eben so zwischendurch... zwischen Kaugummi auspacken und im Mund stecken, kann man den noch craften. Magical Rune inbound, the element of air, that's... Was? It's likely to decrease the weight of... Ah, das ist cool. Dann könnte ich demnächst schneller vom Bären abhauen, würde ich mal behaupten. Das erleichtert uns die Tragkraft irgendwie. Das macht den Rucksack ein bisschen leichter. Du kommst hier rüber, du bleibst bei mir, du wirst direkt ausgerüstet. Der Stuff geht gar nicht kaputt, das ist sehr schön. Aber ich glaube, das war schon immer so, ne? Fehlt uns eigentlich nur der Klebezauber. Kupfer haben wir in der Tasche, das heißt, wir könnten ihn rein theoretisch, naja, mit einem wohl weniger, rein theoretisch zusammenklöppeln. Wir haben sogar einiges an Charcoal. Schön. Der kann drüber. Ich überlege gerade, wir brauchen 150 von dem Quarzsand für... Für unseren Magietisch, denke ich mal. Wieder Charcoal, das ist Silica, bla bla. Kann ruhig weiter brennen. 172 hätten wir. Denn wenn ich mal schaue, unsere Magiewerkbank, die brauchen wir auch unbedingt. Ich weiß zwar nicht wofür, aber unbedingt, die brauchen wir unbedingt. Und den Cooking Pot müssten wir eigentlich aufstellen für Kibble, ne? Ja, aber das sind eigentlich so Sachen, die nach der nächsten Reise, also nach den nächsten 2 Stunden irgendwann mal offscreen mal schnell erledigt werden. Mal schnell, ihr versteht, ne? Damit man dann halt reibungslos später weitermachen kann. Wenn ich dann überhaupt noch dazu komme, weil wir haben ja jetzt schon Ende Oktober und dann geht das ja langsam los mit Extension und 76, ne? Ganz schlimm. Immer so wenig Zeit und so viel coole Spiele. 50 Holz, kein Problem. 50 Körperignet, kein Problem. 50 Shards, auch kein Problem. Wie komme ich denn da auf die 150 Dinger von Dingensbummens, wisst ihr? Wie komme ich denn da auf... Ach, bestimmt hier. Jep, 150, 30 Knochen, die haben wir immer noch nicht zusammen, glaube ich. Denn die Magic Shards sind ja kein Problem. Okay. Erst Magiewerkbank. Geht am fixesten. 50 von diesen Dingern da, die kriegen wir mit einmal Steinlutschen quasi schon zusammen. Also rein theoretisch. Rein theoretisch. Wo bin ich denn so beladen? Wegen der ganzen Charcoal. Ne? Will ich auch eigentlich alle hier drin lassen. Dann sollten wir eventuell das hier auch noch reindonnern. Und den unnötigen Barren, den lassen wir auch mal eben hier. Was habe ich denn da jetzt gerade reingeschmissen? Steine. Naja, komm. Wir haben diese 172, haben wir da schon, dann können wir die hier noch craften zu Silica Powder.
Bisschen Holz können wir auch noch reintun. Wir kriegen gleich sowieso wieder Holz. Und wir müssen später dann noch Pfeile machen und so. Das alles kein Ding. Was bist du für ein Schweinchen? 44er Pingeling. Dann hätte ich wenigstens ein Tier. Wenn ich so ein Pingeling hätte. Wie ist da? Aber dann brauche ich jetzt mal einen Klebezauber. Rune of Invisibility. Cool, schön. Wenn wir uns unsichtbar machen, können wir damit vielleicht die Kätzchen ärgern. Finde ich aber echt super cool, dass ihr alle noch da seid. Echt geil. Schön. Das freut mich. So, ja, vielleicht nehmen wir uns das Pingeling, wa? Ich meine, können wir ja mal ausprobieren. So ein Pingeling ist ja jetzt, also ich meine, ist jetzt auch nicht verkehrt, so ein Pingeling. Ich glaube, das soll ich craften, oder? Geil. Crafted from rare wood. Usable structures. It is highly demanded by Saturn. Mechanics oder wie auch immer. Komm, jetzt hier nicht von Höchstchen auf Stöckchen, mach erstmal dein eine Ding fertig, Freund. Ja, es kommt doch darauf an, wie sich Dark and Light weiterentwickelt und wie viel Lust so meine, in Anführungszeichen, Homies haben, das weiterzuspielen oder das nochmal zu spielen. Und wir setzen normalerweise für alles Mögliche immer wieder Server auf, der ist dann aber halt meist dicht oder halt nur für sehr, 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 sehr gute Bekannte offen. Könnte sich bei Fallout 76 ein bisschen ändern, aber da müsst ihr mal in Discord reingucken, um da genaueres zu erfahren. Also es ist nur erstmal eine Spinnerei. Ich weiß noch gar nicht, woher wir so einen Server bekommen. Wie teuer der wird und all sowas. Aber würde mich halt echt schon brennend interessieren, halt für meine Community so einen kleinen, in Anführungszeichen, privaten Server aufzusetzen, wo nur so ein, zwei Leute sich zusammentun können, da irgendwo was bauen und so und im Endeffekt vielleicht eine große Gemeinde bilden oder so. Aber wer weiß, was sich da so irgendwie ergeben könnte. Ja, am Anfang, ne, wird es auf jeden Fall nur offizielle Server geben, das denke ich mir auch. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, so Anbieter wie Intrado oder G-Portal, die stehen da bestimmt schon in Verhandlungen. Die wollen sich das Geschäft nicht aus den Finger nehmen lassen, würde ich sagen. Die wollen da auch mal ein bisschen dran partizipieren, obwohl ich muss sagen, ich bin so ein bisschen pissed off über die Taktik, dass das nicht bei Steam veröffentlicht wird, sondern dass das halt nur ein Bethesda-Launcher und. Na klar, so als Fallout-Kind hat man halt auch mal ein Bethesda-Konto, ist klar. Aber trotzdem, es reicht langsam. Dieser ganzen eigene Süppchenkocherei und so. Ja, und Sponti, hör mal, die Piraten, die kommen dann noch später. Die Piraten-Server. Dü-dü-dü-dü. Ja, also wie gesagt, ich bin da sehr optimistisch irgendwie. Aber der Preis, da muss ich sagen, da passe ich ein bisschen drauf auf, weil das muss jetzt nicht sein. Also, das Geld, was man da für die alte Engine von Fallout 4 hinlegt, für ein neues Spielkonzept, in dem sehr viel rumprobiert wird, im Endeffekt sehe ich das ganze 76er-Ding eh als Experiment von Bethesda, was sich jetzt wohl in den nächsten Spielen dann etablieren könnte. Was kommt an, was geht nicht an? Ist da? Und naja. Wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Ich freue mich mächtig drauf, obwohl ich, wie gesagt, ein bisschen pisst bin wegen der Taktik, die da gefahren wird. Und naja, schauen wir mal. Ja, war jetzt ein Witz. Also die Offiziellen, dann die Privaten und dann kommen die Piraten. Weißt du, was ich meine? Also die Richtigen, nicht die Partei, sondern die mit der Augenklappe und dem Hakenarm und so. Bäm, 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 bäm. Holz haben wir. Was brauchte ich denn? Hätte ich doch nachgucken können. Hättest du doch direkt Cookie machen können, kleiner Mann. Sehe die so gerne, ne? Weil die... Gut, 50. Wie viel haben wir hier drin? 19. Die nehmen wir schon mal mit. Da drüben habe ich, glaube ich, nur Powder. Hier dürfte frischer Powder drin sein. Und hier habe ich umgeräumt. Hier rüber, ne? Jo. So, das dürften die 50 sein, sage ich mal. Oh, wir könnten sogar einen Lightning Bolt machen. Der tut auch gut weh.
Und je nachdem, wen man da hat als Gegner, glaube ich, wäre das eventuell sogar sehr interessant. Ja, wie gesagt, wir machen das halt gerne. Wir zocken dann gerne irgendwie Ark oder so zu 3 Leuten. Oder halt im Ochi oder so zocken wir dann auch mal 7 Days to Die. Da wird halt für einen Tag mal ein Server aufgemacht, so. Aber so wirklich einen Server für die Community hosten, das wäre für mich nicht unbedingt neu, weil ich damals auch Counter-Strike gespielt habe und so, aber in dem Sinne neu, weil es ein ganz anderes Ding ist. Also da kommt nicht jeder drauf, da kommen nur die Leute drauf, die sich auch melden und die da Bock drauf haben, die mitmachen möchten. Da sind quasi also nur Enthusiasten unterwegs, Anführungszeichen. Und ich würde mir das gerne mal antun, ne? Suche da natürlich dann auch bestimmt, wenn das wirklich abgehen sollte, wovon ich jetzt nicht so ausgehe, also ich bin mehr so der Typ, der die Sachen gerne etwas privater hält, dann müsste ich da auch jemanden haben, der sich dann auch um den Server kümmern könnte, aber das ist alles noch in weiter Ferne. Wie gesagt, das ist im Moment alles nur eine fixe Idee. Ich warte eigentlich noch auf Rückmeldungen, wenn da keine kommen, dann ist die fixe Idee auch schon gegessen, da bin ich ganz ehrlich, ich bin da auch keiner, der irgendwem hinterherläuft. Das ist aber auch jetzt nicht so meh, 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 sondern ist einfach so. Ich bin so gestrickt und ist halt so. Was, ne, wenn sich das nicht ergibt, dann ergibt sich das halt nicht. So, lass doch mal schauen, was können wir denn hier drin machen. Wir können hier drin quasi unseren super mega Eis-Chunk machen, den wir irgendwann später mal brauchen, wenn wir groß und stark sind. Dann können wir hier so einen diesen Erweckungspool machen. Da können wir diese magischen Gestalten, glaube ich, drin erwecken, die wir dann mit irgendeiner Rune gefangen haben. Magische Essenz ist preiswerter geworden, finde ich. Gut, die Glasflasche kostet ja auch noch, aber trotzdem ist, glaube ich, preiswerter geworden. Nur um mal so, ja, hast ja eben gesagt, dass die Rezepte sich geändert haben, teilweise. Elk Shapeshift. Wir hatten doch eben Sheep Shapeshift, ne? Sheep Shapeshift. Oh, cool. Ja, Warcraft ist halt, ist halt einfach so, ist eine fixe Idee und wenn da nichts draus wird, ist halt halt so ganz einfach. Ich bin keiner, der da irgendwie so, haha, und hihi, muss sein, und yeah, und ha, und tüdelü. Nö, ist nicht so mein Ding. Mach lieber Spaß hier beim Zocken und im Endeffekt bin ich dann bestimmt auch froh, wenn ich da den Server, die Serverarbeiten nicht an meine Hacken habe, weißt du? So, tun wir das mal noch darüber. Dann würde ich sagen, erkunden wir noch ein bisschen die Landschaft. Ein paar Pfeile brauchen wir, ein paar Taming-Pfeile brauchen wir. Aber ansonsten... Oh, unglaubliche 4 kann ich machen. Yippie! Stroh fehlt mir nicht, ne? Nee. Steine, ja gut, das ist kein Problem. Da können wir dann eventuell sogar schon in Richtung Steinbau craften. Geht das? Stonework 35! Das war jetzt ein herber Rückschlag. Was? Ich muss mal kurz lesen, was ihr da schreibt. Ja, das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool, Sponti. Wenn du da zu Hause so einen privaten aufsetzen kannst. Das ist cool. Wenn du dafür die Power hast, ist es echt gut. Ja, Warcraft, du kannst mein Ganzes den Leuten nie recht machen. Das ist so. Das ist leider so. So, mal weiter mal. Was haben wir denn da? Verdammte Hacke. Wir haben hier sogar ein Teleskop. Oh, da würde ich aber gerne irgendwie drankommen. Sind wir sogar unterwegs für, ne? Und wir hätten dann auch den Steinfeuerplatz. Krass. So, mal eben schauen, was kostet der Cooking Pot. Okay. Den mache ich in der Werkbank, ne? Yeah.
Es sieht nicht aus wie ein Cooking Pot, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Aha, können wir direkt herstellen. Ja. Okay. Dann würde ich aber eher dafür plädieren, dass wir zuallererst die Dinge reparieren, für die wir die gleichen Materialien brauchen. Plädieren, reparieren. Ja, das Messer ist zwar schön und gut, aber ist halt kein Schwert. Ne? Es ist wirklich anscheinend zum Abbauen der Viecher besser geeignet als alles andere. Wir haben schon mal den guten Magiestab. Und wir haben, verdammte Hacke, noch keine vernünftigen Werkzeuge. Oh, da sind wir auch gerade erst dran. 11%. Uhuhu. Da bin ich jetzt natürlich immer überlegen, womit leveln wir das am besten? Egal. Wir gehen jetzt erstmal noch Pfeile besorgen, also Grundmaterialien für Pfeile. Ist eh gerade Kackwetter. Eignet sich ideal. Und dann gehen wir mal andersrum. Da über den langen Weg, da wo ich schon diese drei Foundations habe mit meiner nächsten Kiste. Da sind ja auch so ein paar. Ja, würde ich ja gerne. Also ich würde gerne so weit leveln, dass wir, wenn wir losziehen, denn hier unsere Eisenspitzhacke haben und Eisenaxt. Wo habe ich es denn? Da. Miele, okay. Iron Eggs, die hätte ich gern. Dauert aber. 11,6 und ich wüsste im Moment noch nicht, wie ich das... Ach doch, warte mal. Warte mal, das müsste eigentlich recht einfach sein. Mal Escape, mal dies. Und zwar, wenn wir jetzt das Ding außer Hand legen, ne, und kloppen rum, dann steigt Melee Damage. Ist ja klar, weil wir schlagen ja mit der Faust. Hauen wir mal auf den Baum ein. Nur Wassermagie, das kann aber jetzt nicht sein, oder? Dann müssen wir ein bisschen klopfen, okay. Vielleicht auch mal ein Schwein kämpfen, bekämpfen. Ja, Woodwork. Ah, Miele ist nicht dabei. Da wieder. Miele. Müsste doch aber eigentlich auch... Nee. Auch nicht. Und hier kommt jetzt nur Water Magic, ja? Ja, auch Melee. Na, ich muss ein bisschen zur Seite gehen, bevor das Schwein sich angesprochen fühlt. Echt Stein abbauen? Jo. Danke, danke. Wenn ich den Sprung, den ich hätte... Mit Axt oder Spitzhacke? Mal eben vergleichen. Also, Axt war ja eben schon durch, deswegen hat der Mann bei der Spitzhacke direkt einen Punkt. Quasi alle zwei Schläge einen Punkt, das ist schon mal ziemlich geil. Danke für den Tipp. Probiere ich jetzt nochmal mit der Axt aus. Okay, das ist ein Riesenbaum gewesen. Das ist halt das Geile an Streamen, also dass man direkt Kontakt zu Leuten hat, die eventuell mal einen Tipp haben. Das ist so cool. Oh, 25, 26, es steigt wirklich an. Yeah! Ja gut, die Steine sollte ich dann nicht wegwerfen, sondern vielleicht nachher für Steinbau verwenden. Aber wenn ich mir das so anschaue, bin ich gerade mal Level 25. Dann kann ich die Steine auch wegschmeißen. Oder halt zu Pulver verarbeiten. Denn 10 Level, das ist schon, na gut, 9. Ich sehe gerade, es blinkt wieder, ich darf wieder aufsteigen. Und nun einer meiner ältesten Witze. Mein Name ist Barry Allen. Ich bin der schnellste Mann der Welt. So, wusch. Schauen wir doch mal eben.
Am 200 braucht kein Mensch. Den lassen wir jetzt einfach hier in der Pampa liegen. Wir bauen ja eh noch ein paar ab. Obwohl, wir hätten die eventuell direkt verwirkeln sollen. Na? So, wo ist mein Paketchen? Wo hab ich's abgeworfen? Ah, da drüben. Schwupp, her damit. Oh, 7 Pfeile. Ah, fehlt wieder unser Twine. Ja, wollte ich ja eben. Eine Grinsekatze. Und hatte ich ja auch schon. Ich hatte ja auch schon meinen Hirsch. So für 3 Minuten. Und dann musste ich mit ihm auf Wanderschaft gehen. Mit meinem 108er Hirsch. Den musste ich dann erstmal an ein Kätzchen verfüttern. Das war ein Zwang irgendwie. Kann das sein, dass man mehr Pfeile craftet? Nicht nur einen, wenn der da einen anzeigt? Weil ich habe jetzt schon 100 Pfeile gecraftet. 150, 186, um genau zu sein. 5, ne? Mhm. Danke, danke. Danke, Vogi. Vogcraft. Name, ey. Der bricht mir die Zunge. So, mal darüber hüpfen. Schauen wir uns das nochmal an, wie es uns geht. Wir müssten aber auch noch Steine klopfen. Komm, machen wir. Währenddessen. Oh, 35 jetzt gleich. Aber ich glaube, wir nehmen die Spitzhacke, ne? Obwohl das natürlich auch bei höherem Level dann bestimmt auch länger dauert. Erstmal die Überreste an den Kopf. Ja, doch, ich glaube schon. Also, es hat sich um einen Schlag erhöht irgendwie. Mein Name ist Barry Allen. Das dauert also jetzt einen Schlag länger. Okay. Yeah. So, euch können wir ruhig immer hier reintun. Also, wie gesagt, wir können auch später noch 180 Pfeile verbraten. 50 sollten zur Verteidigung im Moment erstmal im Ernstfall reichen. Könnten eigentlich auch das Kupfer hier lassen. Lasse ich aber nicht. Können wir mal die Charcoal mitnehmen. Hier wieder was reintun. Damit wir dann irgendwann mal wieder Kohle haben. Dann können wir sofort 7 Stück hiervon herstellen. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir auch... Ach. Entschuldigung, aber kack die Wand an. Wie? Wir haben eine Saatür-Axt? Okay. Wir können die herstellen? Ich dachte, wir müssen erst das Quest dafür erledigen. Bam, komm, dann machen wir jetzt auch mal Fungiholz hier. Antiseptik Timber, das ist so geil. Echt, die ist um einiges besser. Ja, ich glaube, die wird um so einiges besser sein als meine Steinaxt, die ich da gerade hatte. Haltbarkeit 16 von 16, Damage 20. Steht hier schon was bei? Ja, auch Damage 20. Aber naja, komm, schauen wir mal. Zap. Ja, mal so eben. Ups, 200 Holz. In einem Rutsch. Ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Hausnummer. Damit kommt man dann auch mit den Nachbarn klar. Irgendwie, komm. Rüber damit. Wo war ich eigentlich dran? Ja, hier zwischendurch Pfeile und die Pfeile machen. Okay, einen. Sehr schön. Und dann Aufbruch, ne? Also, geht ja nicht anders. Twine Stone, ja gut. Ich bestimme das wieder hier. Weiser Kadaver, sei gegrüßt. Schön, dass du reinschaust. Na? Ah, ich bin gerade in der zweiten Runde. Wir haben eben schon mal so gute 2 Stündchen hinter uns gebracht. Dann habe ich mich mal ein bisschen gestärkt. Jetzt machen wir nochmal so 1,5. Maximal 2 Stündchen. Und dann muss der alte Sack in die Haier. Bum, 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 bum. Lass mal schauen, ob ich hier noch irgendwelche... Pfeile haben wir eigentlich genug. Wir brauchen nur noch den anderen Pfeilkram craften. Bringen wir mal ein bisschen weg und holen währenddessen Twine und Miele.
Mir müsste eigentlich noch viel, viel höher, Mensch. Mal eben schauen, da könnten wir doch rein theoretisch direkt hier einfach weiterlaufen lassen. Aha. Sponti Online ist also der weise Kadaver, oder was verstehe ich hier nicht? Hm? Aufklärung bitte, Aufklärung. Ich möchte nicht dumm sterben. Aber wozu das irgendwie... Na gut, das ist ein Baumaterial, denke ich. Krass. Dum, 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 dum. So, hier können wir direkt auch wieder was reinballern. Auch wieder anschalten. Charcoal mitnehmen. Hab ich eigentlich eben aus dem Feuer mitgenommen? Keine Ahnung. Hier haben wir sowieso nur Stroh drin. Können wir das Holz auch noch mit reinpacken. Normale Pfeile haben wir wirklich genug. Twine haben wir etwas wenig. Knochen, ja, die sind ja mit dem Leder und allem anderen noch irgendwo in diesem Lande, in irgendeinem... Dingens Bommens. Ja, oder ich verstehe hier irgendwas nicht. Ich dachte gerade eben, Sponti meinte mit dem, ich grüße mich selber grüßen bringt nichts, aber dann dachte ich, alles klar. Gut, nein, vergesst, was ich gesagt habe. Ich stehe auf dem Schlauch, würde ich sagen. Dachte, das gibt's ja manchmal. Na, so, 1-2 Accounts. So. Mal rübergetan, den können wir eigentlich austauschen. Ja. Ja, komm, so wichtig ist er nicht. Das können wir alles hier in die Kiste packen. Bum, 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 bum. Das können wir auch da, obwohl die brauchen wir für Klebezauber, sind immer noch mal ein paar mit rüber. Komm, das tun wir jetzt auch mit da rein. Das auch, nein, die brauchen wir. Jetzt ergibt es langsam Sinn, so wird langsam ein Schuh draus, ja natürlich, klar. Mich selber grüßen, ja, ich grüße mich. So. Genauso ähnlich wie, wenn deine Liebste zu dir sagt, ich liebe dich und du sagst, ich mich auch. So, obwohl, die lassen wir auch mal hier. Geht aber alles nicht. Ich muss Steine klopfen, ich muss Steine klopfen, ich muss Steine klopfen. Wir brauchen dringend. Dringend Spitzhacke aus Eisen. Den Klebezauber nehmen wir direkt mal 3. Ja, Magic Shards müssen wir wieder besorgen. Okay. 9 von denen. Dann sind wir bei 23, wie es ausschaut. Also noch ein paar Steine klopfen. Uiuiuiuiui. Aber... Die Satyr-Axt ist im Endeffekt beim Leveln hier genauso, in Anführungszeichen, schlecht. 2 bis 3 Schläge mit der Picke und wir gehen ein Level höher. Gut, das dauert also noch ein bisschen. Oh, so ein Mist. Ich wollte doch schon weg hier. Schmeidchens zu zählen. Dann hätten wir ja auch noch ein Lasttier gezähmt, würde ich mal so sagen. Und eventuell sind wir dann da auch noch aufgestiegen. Ne? Also könnte ja sein, dass du das so gemeint hast, Sponti. Merkst ja schon, ich bin hier so ein bisschen daneben. Vollgefressen sitzt er hier in seinem Stuhl.
und schickt seinen Avatar durch die Gegend, sich sportlich betätigen, weißt du? Aufleveln könnte ich auch mal wieder. Diesmal gebe ich es auf Health und... Ja doch, Weight. Damit wir auf jeden Fall alle möglichen Ressourcen in die Tasche stecken können und loslaufen. Jetzt mal, hätte ich gar nicht reparieren müssen, hat man nochmal da. Ja, ja, mein Normalzustand halt auch, ne, weiser Kadaver. Das dürfte dir auch bekannt sein. Noch so ein bisschen daneben. Nicht so ganz auf der Spur. Charcoal. Stroh können wir auch nochmal direkt mit einpacken. Ja, und dann heißt es Magic Shards nochmal fangen und Twine sammeln. Oh Mann, ich muss aber doch auf Stein klopfen, Mensch! Los jetzt, gib's uns. Bam. Schön. Drei Stück, ja Wahnsinn. Was fehlt uns dann? Stroh. Ja, oho. Das ist nicht so schlimm. Da drüben ist das 44er Schweinchen. Ja, dann machen wir doch mal einen Zinkpingeling mit dem kleinen Schweinchen. Oh. Nein. Hooked Arrow. Willst mich verarschen? Hier ist nichts mit Hook. So ein Mist. Werden die nicht angezeigt oder? Ja, ja, ist gut. Beruhig dich. Du kommst eh nicht darum, also von daher. Sieht nicht so aus, ne? Ich zieh mal die normalen Pfeile drauf. So, One Stone Tipped Arrow. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ganzen Zähmpfeile zu verbraten. Was mir auch gerade auffällt, der... Okay. Der... Nee, macht er nicht. Zup, zup, zup. Nehmen wir die Axt. Können wir die mal testen? Na gut, 25 Schaden. Der steckt doch andauernd die Armbrust weg, wenn ich da, yeah. Wenn ich da den Pfeil wechsle, was er vorher nicht gemacht hat. Ich glaube, ich lock mal eben schnell aus und wieder ein. Also entweder sind die Schweine nicht zähmbar, was ja Blödsinn ist. Ist ja einer der ersten Sattel, die man da lernt. Oder ich habe hier gerade wieder so einen kleinen Bagger am Laufen. Kann ja auch sein. Bum, 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 bum. Aber dafür haben wir wenigstens wieder einen Knochen bekommen. 144 Steine. Verdammte Hacke. So viel brauchen wir nun mal wirklich nicht. Wir brauchen Charcoal. Und wir müssen aufsteigen. Machen wir alles... Jetzt gleich. Erstmal Exit to meine Menü, ne? So. Hostie Lockle und Play Single Player. Das sah besser aus. Das sah um einiges besser aus. Na, was bist du denn? 76er. Da habe ich aber natürlich zu wenig. Na, 14 Pfeile. Das könnte hinhauen. Unser Klebezauber ist defekt. Oder nicht mehr am Start, wie man das so sieht. Aber warte mal. Ich
glaube, der muss sowieso erstmal mir folgen. Denn hier in dem Bereich darf ich nichts bauen. Hallo Schweinchen. Na, langsam heute, ne? Kommt schon mal vor. In meinem Alter wärst du das noch viel langsamer, ne? Gucken wir uns das nochmal an. Er hat schon abgelassen, ne? Mhm. Eigentlich könnte man dem ja schon mal ein bisschen Torpor geben. Denn lässt er auch nicht so schnell ab. So, hier drüben. Hier lang. Komm, Schweinchen. Komm. Hier ist der blöde Penner, der dir irgendwelche Dinger in die Nase drückt. So, hier darf ich auf jeden Fall wieder bauen. Das Problem hatte ich nämlich mit einem Superhirschen irgendwie. Dann ist er da hinten hin abgehauen. Und da hatte ich natürlich die Arschkarte, weil ich ja nicht bauen durfte. Da ist nicht mit Feeding Trough mal so eben irgendwo hinsetzen. Da ist ein Dorf, ne? Obwohl die Hirsche im Allgemeinen eigentlich in den letzten Zügen angreifen, beim Killen zumindest. Aber der hier scheint jetzt schon auf Flucht zu sein. Muss ich die Pfeile mal ein bisschen länger schießen, damit... Liegt der? Er pennt! Oh, wir haben gleich ein Schweinchen, wir haben gleich ein Schweinchen. Hatten wir zwar schon ein paar mehr von auf dem Grill, aber immerhin. So, ich glaube, hier drin habe ich noch einen Feeding Trough. Sehr schön. Können wir auch direkt so einen Schweinesattel basteln. Das heißt dann wiederum, dass wir da auch wieder ein bisschen aufsteigen. Super schön. Direkt vor die Schnauze, damit das Schweinchen auch nichts machen muss. Kein unnötiger Kalorienverbrauch. So, Schweine sind eigentlich in der Natur Allesfresser, also tun wir dem auch mal alles da rein, was einigermaßen an Nahrung aussieht. Vielleicht mache ich auch sowas hier. So. Jetzt schauen wir mal. Ah, geht schon los. 33, 23, 32, 32, er oder sie, was bist denn du? John Boy Default bin ich. Ja, das bin ich. Ja. Haben wir da kein Geschlecht? Die geschlechtslosen Tiere? Na dann. Okay. Cool, können wir gleich auf einer richtig fetten Wildsau durch die Gegend reiten. Das ist cool. Zum süßen gestromten Schweinchen. Echt? Ja, cool. Danke für den Tipp. Dann setzen wir auch voll auf Apfel heute. Ist ja auch der gesagt, ne, muss ich auch sagen. Ja, habe ich aber auch noch so in Erinnerung, dass für Schweine und für alle anderen eigentlich auch Äpfel mit das beste Taming-Food neben dem Kibbel sind. Sowas habe ich im Kopf. Und diese Beinscheiben sind wohl das Beste für Karnivoren irgendwie und die Speckscheiben das zweitbeste und dann kommt Fleisch irgendwie, sowas war das. Komm, wir haben 8.50 Uhr. Es kann jetzt hier nicht dunkel werden. Außer Sonnenfinsternis. Ah, ist schon halb durch. Sehr schön. So, stehe ich natürlich wieder vor dem Problem. Ich habe meine ganzen Pfeile wieder verballert. Und? Wir brauchen noch 15 Leder. Sein Kollege, den wir vorher geschlachtet haben, der hat nicht genug Leder abgegeben. Na, na, na. Dann könnte man eigentlich auch noch ein bisschen in der Zeit Steine klopfen. Ah, Leder habe ich mittlerweile auch noch nicht hier reingeräumt. Das heißt, es ist immer noch hier. Damit dürfen wir jetzt den Pingeling-Sattel machen. Yeah! Der macht jetzt bei uns jetzt, glaube ich, auch Pingeling. Weil wir aufsteigen. Komm, mach Pingeling. Nee, no riding. Ein bisschen gestiegen. Okay. Oh, hier haben wir genug Charcoal drin. Dann hauen wir die direkt mal noch mit hier rein. Die kommt drüben hin, das kommt auch drüben hin. Den behalten wir direkt bei uns. Warum bin ich so schwer? Weil ich viel zu viel Kram bei mir habe. Schon logisch. Ja, komm. Weg. Weg.
weg. Und der Sattel kostet, wiegt ja auch 20 und 200 noch was. Schwefel ist ja auch nicht gerade leicht. Von daher. Craft all. So, dann haben wir auch auf jeden Fall genug Sulfurpulver, also Schwefelpulver am Start. Ist ja schon durch, oder was? Nee, noch nicht ganz. Oh, gleich. Gleich haben wir unser Schweinchen, unser erstes. Cool, dann können wir das wieder zurück tun. Dann wissen wir definitiv... Ah, ich habe das Hut ein- und ausblenden woanders. Nicht auf der Taste. Müsste ich mal wegmachen. Finde ich nicht schön. Keybindings. Toggle. Orbital. Follow me. Fire. Jump. Crouch. Toggle. Hard. Delete. Nein. Backspace. Apply. Und Schafe. Ja, cool. Das ist schön. Was haben wir da noch in der Hand? Sense. Yeah. Ja, du bist Number One. Heute mal. Den brauchen wir nicht mehr. Schade, dass man den... Naja. Okay. Ich warte mal einen Moment mit dem Quatschen, weil hier wird anscheinend gerade mein Haus abgerissen. Das ist ja wohl... Holy shit. Wo ist denn das für ein Sattel? Ist der cool? Ist der cool? So ein Plüschschweinchen mit so, ich bin voll der Oberkiller-Sattel. Ist ja wohl geil. Oh, das wollen wir doch direkt mal checken hier. Ich bin die schnellste Sau der Welt. 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 Oh, wie cool. Man kommt zwar nicht voran, aber man fühlt sich wie König. Location. Ah, weil ich das Hut aus habe. Ah. Okay. Wie geil. So, gucken wir nochmal, was die ernten kann. Pilze! Möhren! Pollen! Und kann richtig gut tragen anscheinend. Also kann mich tragen, das ist schon mal was. Könnte der Elch eben nicht. Der Hirschelch. Der sammelt alles. Sammelst du auch Metall oder was? Nee, Metall sammelst du nicht. Aber du kannst... Du bist ein Bergschwein, ne? Wie geil! Ein Bergschwein! Spider-Pig, Spider-Pig. Geht ganz einfach jeden Weg. Wie cool! Was ist das abgefahren? Ich habe ein Spider-Pig! Wenn es jetzt noch fliegen könnte, dann wäre es der perfekte Begleiter. Ist das abgedreht, Leute. Wir haben ein Spider-Pig. So, und richtig coole Ressourcen. Okay, Stein macht aber das Longhorn. Richtig cool. So, gib mal Gummi. Yeah! Bum, 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 bum. Haben wir hier sogar schon einen Parkplatz für unser Spider-Pig. Cool. So, absteigen geht nur nach rechts. Okay. Ja, hier. Du passt in die Ecke. Ja. Bam. Gut, wo war ich stehen geblieben? Also wir haben rein theoretisch genug Charcoal, um alle Pfeile zu Donnerpfeilen zu verarbeiten. Was wir dazu brauchen, ist auf jeden Fall Twine. Soll es sein. So, lass mal gucken. Hier haben wir nur magischen Kram. Mhm. Ja, das sieht weniger nach Twine aus, aber ich glaube, ich tue die Knochen jetzt mal hier raus, hier rein. Damit die wenigstens an einem Ort sind, ne? Also so, wir brauchten eigentlich auch dieses komische Holz für dieses Anti-Stinkfüße-Holz. Und die habe ich auch schon drüben in dem Dingens. Also da lassen wir die auch drin, das auch. Dann nehmen wir das alles so rüber. Lassen wir mehr so Bauteile, fertige und so. Die lassen wir dann da in der Kiste. Was ist hier los? Was ist hier los? Achso, der folgt mir noch, ne? Ah. Gott. Parking Station. Yeah. Schön. ja, eigentlich nur Stroh. Eigentlich nur ist gut. Stroh ist ja ein
echt wichtiges Gut hier in dem Game. Die Fälle hatte ich ja jetzt mittlerweile auch schon hier rüber gelagert, obwohl das noch nicht so ganz stimmt. Ich glaube, hier dran habe ich noch ein bisschen was. Nee, auch nicht mehr. Sehr schön. Nein, möchte ich nicht. Ich sollte das mit dem A mal irgendwie wegschalten. Hier noch ein paar Sämlis, die können wir rüber tun. 26 Kupfer, na, wie weit bist du denn mit unserem... Hat sich echt Mühe gegeben. Komm, das nehmen wir mal raus. Können damit ja noch nichts anfangen. Ich glaube erst im Cooking Pot. Wir haben Klebedinger. Wir brauchen aber noch Schatz, hatte ich gesagt, ne? Für mindestens noch einen von unseren Feuerbällen. Außerdem haben wir hier... Fire Elemental Core. Ja gut, den haben wir noch nicht. Gut. Feuerfall. Ja, das wäre auch noch im Bereich des Möglichen, aber je nachdem, wie schnell der kaputt geht, ist der echt teuer. Dieser Blitz. So, wo bist du? Ja gut, ein paar Magic Charts noch. Bla bla. Sehr schön. Und hier brauchen wir jetzt nur quasi die Kohle. Ja, ist doch wunderbar. Pass auf, wir brauchen hiervon ein bisschen was, um diesen Fireball da zu machen. Wir benötigen einen Absaugzauber auf dem Zauberstab, damit wir genug von unseren komischen magischen Splittern bekommen. Dekostein? Ah, warte mal, ich hab's Hut nicht an. Okay, alles klar. Kein Dekostein. Rein theoretisch schon genug. Aber auch hier steigt Mili. Schon mal ziemlich geil. Sollen wir irgendwas zum Übertragen? Ja, können wir bam, zap, an. Fertig. Charcoal rüber. Zap. Prüft. 27. Das ist schon mal was. Ist schon mal was. Wir können auch noch ein paar Pfeile herstellen. Die können wir direkt danach in Arbeit geben. Ich sehe auch schon, was fehlt. Das wird natürlich wieder Twine sein. Muss es denn immer das Twine sein? Sehr schön. Ich würde sogar behaupten, ich schmeiß das alles hier rein. Das Fleisch können wir da drüben noch reintun. Das war eben so cool. Mitten im Herstellungsprozess taucht der Bär auf. Hier kommt der Bär. Heftig. Ja, wollen wir das Schweinchen zum Ausritt mitnehmen? Also ich denke schon. Warum nicht? Ganz schön viel Holz hier drin. Nehmen wir mal wieder was mit. Das tun wir hier rein. Wir haben noch ein bisschen was zu essen. So, ja, guck mal, hier sind auch noch unnötige, vergessene Steine. So, was wir tun hier rein, was hier reingeht. Geht ja nichts mehr. Wir haben fast 40 von diesen coolen Fallen. Und dann machen wir uns mal mit dem Schweinchen auf den Weg. Nee, wir sind zu Fuß schneller und wir haben ja eben schon gesehen, wohin das führt, wenn ich mich auf ein neu erworbenes Tier setze. Also, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder bricht es durch oder es hält gerade mal noch so ein bisschen durch. Wir könnten noch so ein Firebam gebrauchen, würde ich mal stark annehmen. Also nur ein bisschen hiervon. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir zwei davon. Wir können auch noch so Lichtrunen gebrauchen. Haben wir nur noch zwei von Heilrunen. Haben wir noch. Alles klar. Wunderbar. Cool. Wir sind zwar immer noch nicht Level 30. Wie weit sind wir denn eigentlich mittlerweile bei Mili?
Da. 60%. Hacke, hacke. Meine Güte. Na gut. Können wir jetzt eigentlich auch keine Rücksicht drauf nehmen. Männchen, pass gut hier auf den Laden auf. Fuck, was das alles gesammelt hat. Da hätte ich mir das eben sparen können mit dem Twine. Komm, kriegst noch ein bisschen was für zum Schnabulieren. Und den Rest behalte ich mal für mich. Pass gut hier auf die Hütte auf. Ich mache auch zu. Lass nix hier, lass keinen Vogel in unser offenes Dach kacken. Das muss nicht sein. Dann auf geht's. Und auf dem Weg können wir noch so ein bisschen Steine klopfen und am Melee-Damage arbeiten und am Aufstieg unseres Charakters, der jetzt schon so häufig wieder gestorben ist, verdammte Hacke. Ein bisschen was trinken wäre nicht schlecht, aber gucken wir erstmal, was jetzt hier so auf uns zukommt. Obwohl, wir haben ja auch hier schon so ein bisschen aufgeräumt. Nur, das weiß man ja nie nach so einem Serverstart. Ich dachte mir zuerst, hier wäre eine schöne Ecke, aber das ist sehr schräg. Ja, und dann habe ich halt... Dann habe ich halt da hinten diesen Weg entdeckt. Und dachte mir, okay, da schauen wir doch jetzt mal. Da war es irgendwie Nacht und Nebel. Da ist ein Longhorn. Und was ist da drüben? Oh, ein Hirsch auf Abwägen. Ich weiß nicht, ob ich das unterstützen kann. Boah. Meine Herren. Meine Herren. Vierziger Longhorn, das ist schon mal was. Ich glaube, es gibt hier auch wieder Augentiere irgendwie. Schweinchen, Hirsch. Nee, im Moment nur echt nette Viecher. Vier. 120er Pingeling. Ui. 120er Pingeling. Also dafür reichen meine Pfeile nicht aus. Das haben wir eben bei der 100er Katze gesehen. Ich meine, gut, aber das war etwas, sagen wir mal, suboptimale Umstände, unter denen ich da getamed habe oder versucht habe, mein Glück herausgefordert habe. Western Outpost. Ziehen wir erstmal normale Pfeile drauf. Eine Eule bestimmt, ne? Krieg ich wieder eine Eule? Krieg ich wieder eine Eule? Ich will eine Eule. Oh, schade. 67? Was, 67? Your Owl! Das heißt also, ich war hier. Okay. Müsste also irgendwo ein Überrest von mir herrschen. Was jetzt? Ich wollte gerade sagen, jetzt den Schwanz oder die Schwänze einziehen und dann abhauen. Erst hier zum Aggro werden und dann abhauen. So nicht. Ah, cool. Das finde ich echt super, dass man in denen magische Essenzen finden kann. Und mittlerweile sind sie ja wirklich nicht mehr so teuer. Super. Ist eben meine Öle. Öle. Meine Eule getötet worden. War ich doch tatsächlich auf dem richtigen Heimweg? Zwar von hinten dann in Richtung zu mir, aber das war der richtige Weg. Was haben wir denn hier? Ach, der Pilz. Sieht immer aus wie so ein Kadaver. Ne, weißer Kadaver? Ah. Dann waren wir hier unten also schon, aber dann halt mitten in der Nacht, ne? Ist da ein Flugtier oder was schwebt da in der Luft? Ich habe hier nämlich noch nie auch nur ein Flugtier gesehen. Genau. Ja. Heftig. Sind wir jetzt hier im Kirschblütenwald. Ja gut, klar, habe ich schon Flugviecher gesehen. Eulen. Aber die konnten mich nicht tragen.
echt Stein oder Spitzhacke non plus ultra beim Level. Echt der Hammer. Echt der Hammer. Wisst ihr, wenn sonst nichts passiert, hat sich das dann wenigstens gelohnt, ne? Dann haben wir wenigstens einen Aufstieg in unserem Miele. Im Miele. Dann, naja. Oh, mir fehlt alles. Wie geil, habe ich die ganze Zeit dieses Satyr-Axt-Rezept in der Tasche und weiß nichts davon. Boah, die räumt aber auf. Alter Falter. Oh, jetzt habe ich die Konsole offen. Ja, super. Dann kann ich auf die 1 tippen. Warum denn noch nicht, mein Freund? Ah, komm, das können wir eigentlich auch mal wieder herstellen. Schon allein fürs Blumen abbauen, wisst ihr? Ei, Twine. Das dürfte aber doch mit der 3 gehen, sag ich doch. So. Hälfte weg. So. Damit kann ich leben. Sehr schön. Da drüben flog gerade was, aber das war mehr so ein Augenviech. Oder? Kasha Forest. Ja, super. Da habe ich jetzt irgendwie keinen Bedarf nach. Und schon ganz schön Kackstift. Ich will nicht schon wieder von der Katze gefressen werden. Da hinten ist ein... Oh, oh, oh. Bär hinter mir? Katze hinter mir? Was ist da hinter mir? Warum höre ich hier was? Da. Hängst du fest? Oh jo. 36er. Aha, der stand einen auch. Höchstwahrscheinlich, wenn er einen so... Elefanten. Tja, schön. Willkommen beim Inkal. Wenn das arme Kätzchen noch Hunger hat... Hast du auch wieder recht, Frechdachs. Kittal? Kittal? Frechdachs Kittal? Okay. Willkommen beim Inkal. Ja, nee, also ich nehme da ja auch immer gerne Rücksicht. Wenn so ein Tierchen Hunger hat, dann halte ich auch gerne mal meinen Schenkel hin. Aber die wollen manchmal mehr als nur den Schenkel. Die wollen mich immer direkt ganz verspeisen. Das finde ich immer sehr unfair. So, da hinten ist irgendwas Katziges. Da ist was Tapsiges. Und da ist was Kackiges. So. Da auch. Was ist denn das? Das ist so ein Golem, so ein Erddings. Dings. Frechdachs reicht völlig. Ja, Kittal. Wäre aber auch nett gewesen. Kittal. Ah, was bist du für einer? Aber Frechdachs, wir bleiben bei Frechdachs. Krass, Kinders. Krass. Da drüben scheint eine neue Welt zu sein. Du hast den ersten Schritt in eine größere Welt getan. Gut, er hört Walkman, weil gehen tut er ja nicht, er danzt ein bisschen. Das ist schön, gut zu wissen. Schöne Gegend. Und das erste Mal, dass ich mich so einigermaßen raustraue... Und dann lande ich natürlich direkt in diesem Kascha-Wald. Naja gut, ist keine Kascha gewesen. Die Kaschas, die waren, hatten wohl alle Ausflug irgendwie zu mir. Glaube ich, denke ich. Die haben sich da getroffen, bei mir in der Hütte bestimmt. Und haben gesagt, guck dir mal diesen blöden Typen da an. Der hat sich eben schon 4-mal von mir erledigen lassen. Und glaubte mich mit 13 Pfeilen tamen zu können. Aha, Nordost.
Hey, 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 Baby, hallo, eine 64er. Soll ich ehrlich sein, das freut mich jetzt gerade hundsgemein, ne? Da habe ich jetzt voll Bock drauf. So, ich habe leider die falschen Pfeile drauf, deswegen erstmal kurz hier. Wupp. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Dip, 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 boom, boom, boom. Zack. Ja, wir machen das schon, Öli. Komm, Öli. Zapp. Zapp. Boah. Ist aber auch ein geiler Gegner. Bringt einen nicht direkt One-Hit um. Man hat ein bisschen Spaß und das sieht echt cool aus mit dieser Wirbelattacke hier. Yeah, super cool. Das scheint aber mehr so eine Abwehr zu sein, ne? Und dann dieser Psycho-Trick mit dieser Riesen-Eule. Richtig cool. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob ich Raw Meat dabei habe. Oder irgendein Special Meat. Ich glaube, ich lasse die erstmal kurz fliegen. Wow, 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 wow. Direkt 3x20 Schaden, verstehst du? Okay, müssen wir sie nochmal kleben, wollte ich gerade sagen. Ah. Ey, ich bin aber auch ein sehr glücklicher Kleber heute. Ist ja auch kein... Uhu, ist ja auch eine Eule. Nein, mein Klebestoff ist zu Ende. Okay, dann müssen wir halt voll auf Risiko. Die würde ich denn ungern auch so schnell verlieren wie meine letzte. Ja, kriegst auch was zu trinken. Komm, Schluck mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck, meine ich. So. Ja. Liegt. So, den können wir trotzdem noch festmachen. Den brauche ich jetzt mal wieder ein Futtertrog, wie immer. Feeding Trough. Brauchen wir nur noch ein bisschen Stroh. Ab, klack, zack, die Sense aus. Ab den Busch ab. Schubidiwupp. Haben wir. Schön. Jetzt hätte ich fast hier den Kompostbin gemacht. Ja, das hätte natürlich auch was gebracht, aber erst später. Cool. Den haben wir sogar noch auf der 7 liegen. Oh, direkt hier Straßenblockade, falls hier irgendwer mit einem Wagen vorbeikommt oder so. Geht ja gar nicht. Wir sind hier nämlich gerade am Tamen und von wegen am Tamen. Okay, ich gebe hier mal vorübergehend. Boah, die frisst das direkt weg. Ich brauche noch was davon, hör mal. Vorübergehend. Und dann mal eben schnell schauen. Irgendein Augenvieh oder so, die haben doch immer total viel Fleisch. Wir denn hier was in der Nähe? Mal da oben gucken. Und mal ganz kurz. Ja, ist natürlich das mieseste Taming-Futter, was ich dir da gerade gebe. Okay, verstehe. Gekochtes Fleisch. Ja, das ist ja dann quasi parallel zur Ark. Da, hier. Ha. Also, hier in dem zweiten Anlauf bleibt mir heute das Glück hold. Schwöre ich euch. Oh. Was hat er denn da? Oh, das ging aber jetzt schnell, sag ich mal. Was hat er denn hier erlegt? Gar nichts. Mit einem Baum gekämpft. Nehmen wir mal den Dagger. Vielleicht kriegen wir sogar was Cooles raus. Na, gar nicht mal so viel. Ups. Die können wir gut gebrauchen. Möchte hier vielleicht noch so irgendein Augentier mal eben etwas spenden, damit wir weiterkommen mit der Eule? Wäre schon echt eine Maßnahme. Guckt mal, hier habe ich noch so einen Futterdruck stehen. Ich glaube, das war... Weiß ich nicht mehr. Oben sind Spinnchen, die geben aber eigentlich auch gut Fleisch, ne? Also von daher. Spinny! Spidey, komm mal her! Komm hier hin! Your friendly neighborhood... Spider-Man. So, bringt das was, wenn ich hier jetzt so drauf dingse? Nee. Also jetzt nochmal. Auch nicht. Einfach nur direkt weg, ohne mir was zu geben. Naja, gut. Selber schuld. Hast halt den Atomisierungsangriff irgendwie durchgezogen. Ah, auch an dich, Frechdachs. Na, wenn du Lust und Laune hast, Discord-Kanal gibt's irgendwie. Und da sind eigentlich immer neue Infos. Und dann kann man sich ein bisschen informieren halt. Zwischen diskutieren.
Yeah, so, hauen wir den mal rohes Fleisch rein. Ist zwar jetzt nicht der Oberbringer, aber bei weitem ein besseres Taming-Food als gebratenes Fleisch. Ich überlege gerade, ob ich mich ja jetzt noch... Ach, das Longhorn hole. Das wäre so schade um das Longhorn. Verdammte Hacke. Mag dann lieber irgendwelche bösen Viecher killen. Der Witz ist, ich bin in meiner allerersten Session von Bargash gekillt worden. Steht sogar nur hier und das sind 56er. 12er, den würde ich eventuell noch nehmen. Aber seitdem habe ich keine Bargash mehr gefunden. Also ich wäre echt happy, wenn ich hier so einen Bargash tamen könnte, weil die finde ich so ähnlich cool wie die Ravager. Auch wenn sie bei weitem nicht so viel können wie die Ravager. Da hat sich auch nochmal jemand eingeüngelt, aber das sind die einzigen Möglichkeiten hier, um an Food für die Eule ranzukommen. Bevor die Eule zu Food wird. Nee, kein Ding. Ist einfach nur, ne, für Infos und so weiter. Gar keine Sache. Los, 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 los. Stirb! So leid es mir tut. Ich brauche dein Leder, dein Fleisch. Ich brauche alles. Oh. Probieren wir das mal mit der Satyr-Axt. Ah, da bekommen wir dann auch besonderes Fleisch. Okay. Schnell wieder zu der Eule. Bim, 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 bim. Oh, der steht noch da. Da habe ich aber ganz schön Glück, weil ich glaube, die sind schon ganz schön social. Die helfen sich gegenseitig. Und jetzt gucken wir auch direkt mal, wie das ausschaut mit dem Betäubungsverlust hier bei der. Ah, so gut wie gar nichts. So gut wie gar nichts. Aber die hat gut Hunger, das freut mich. Die scheint dann aber auch gut fressen zu wollen. Nehmen wir erstmal die beiden. Und dann die 9. Da komme ich nicht drum herum. Ich muss nochmal los. Ich muss nochmal los. Wie die kleine Eule was besorgen. Da wäre mir jetzt echt so ein Quietschtier. So ein Augentier. Wäre mir da total lieb. Wie gesagt, da kommt am meisten Fleisch raus, aber leider halt nur normales Fleisch. Aber wie cool, jetzt habe ich schon die nächste Eule. Welcher Level bist du denn, mein Freund? 16, das würde auch noch gehen, aber ich habe keinen Klebezauber. Ne? Habe ich Kupfer dabei? Ich habe Kupfer dabei. Brauche ich für den Rest des Klebezaubers nur noch ein bisschen Twine und ein bisschen mehr Kupfer. Kein Twine, kein Kupfer. Also jetzt nicht auf Anhieb. Auf der anderen Seite könnten wir mal probieren. Aha. Hat's ja jetzt vollgebracht. Ja, das ist ganz schön krass, der Schaden, der dadurch entsteht. Aber man muss es natürlich auch treffen, ne? Ich dachte, es läuft hier in die Richtung. So. Nehmen wir die Satyr-Axt. Die gab irgendwie... Da waren die größten Chancen auf spezielles Fleisch, obwohl ich nicht glaube, dass bei so einem wunderschönen Hirsch irgend so ein Spezialfleisch abfällt. Oh, Eulentäubchen, ich komme! Oder auch nicht. Wir haben da noch ein bisschen Wasser. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Okay. Wo habe ich mein Täubchen? Wo habe ich meine Eulentaube gelassen? Coole Pflanzenwelt. Ah, hier auf dem Weg, okay.
Oben, unten, oben, unten, oben, unten. Da ist der Feeding Trough dann hier um die Ecke. Okay. Ja, ich bin nämlich so einer. Ich komme dann von Höchstchen auf Stöckchen und dann weiß ich nicht mehr, wo ich eigentlich am Anfang war. Da hinten gibt's Elefanten. Aber ich will da mal rüber. Da war ich aber auch schon mal. Nur leider mitten in irgendeiner Nacht. Ja, halb. Ist schon mal was. Oh, und schon wieder voll hungrig. Guck, da haben wir noch was bekommen. Schön. Wie hungrig bist du denn, meine Kleine? Eat. Taming schreitet voran. Cool. Da bleibt mehr Zeit, noch ein wenig Trinki-Trinki einzugießen. Mann, 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 Mann. Wenigstens eine Eule. Wenn ich schon kein Flugreittier habe, dann wenigstens ein fliegendes Tier. Immerhin. So, das haben wir auch. Wir könnten, weil mich dünkt, dass das die ganze Zeit alles ein bisschen friedlich war hier, die Gegend, von wegen keine Grinsekatzen und so. Und ich glaube, wir kommen ja auch zurück über den Weg der Grinsekatzen, des Grinsekatzenwaldes. Da möchte ich dann doch so ein bisschen was in der Hinterhand haben quasi, ne? Bisschen Feuer, ein bisschen kleben. Zwei Upgrade-Punkte, was nehmen wir da? Ich glaube, wir gehen nochmal auf Fokus. Stamina ist recht gut. Attack, naja, ne, komm, wir gehen auf Mana. Da ich eigentlich viel lieber in den Magiebereich möchte. Gehört sich auch so bei Nagelight, oder? Jo, fast durch. Wir haben eine Eule. Eine 64er. Ja, da drüben, ne? Bei den Elefanten quasi. Da könnte man rein theoretisch auch mal lang. Dann da unten rum, dann hier zurück. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich herkomme, ne? Ah, oh, Eule, Marine. Marine-Eule. Wie denn überhaupt noch was? Oh, fuck. So wird das natürlich gar nichts. Gut, okay. Danke für den Hinweis mit dem Auge. Kommen wir da rüber. Pass auf, wir versuchen das mal hier rüber zu ziehen. Hallo, Entschuldigung, war keine Absicht. Ich dachte, die können fliegen. Wohl doch nicht. Wow, das war aber jetzt Glück. Warte mal, das ist eine magische Kreatur. Eventuell sollten wir mal testen, die magisch von ihrem Zeug zu befreien. Na, gibt einfach nur normalen Stuff, sage ich mal. Ah, oh, cool. Halt den Stuff, den man durch den Stub halt immer bekommt, okay. Da, da, nur ein Longhorn. Okay. Hier, mein Täubchen. Ah, warte mal, hier. Da, nimm das, dann bist du direkt durch. Ah, und bestimmt jetzt... Ah, schon wieder gesunken. Das geht aber recht schnell. Hm, ich hoffe mal, dass Fetch irgendwas mit der Betäubung zu tun hat. Ja! Ödibert die dritte dürfte das sein, oder Ödibert die vierte, ich weiß es nicht. Hm, komm mal einfach auf meine Schulter. Und demolischen wir das. Dann haben wir hier noch den Sack stehen. Nehmen wir das alles mit. Für die nächste Eule. So, rein theoretisch würde ich gerne mal hinten gucken. Bei den Elefanten. Und Longhörnern. Und auch mal an so einem Kristall klopfen. Ich glaube, unsere Heimat ist da drüben. Hm, ja. Werden wir dann schon sehen. Ah, das ist eine Brücke. Yeah. Warte mal, die Gegend hier kenne ich aber auch.
Hier bin ich irgendwann mal, naja, von einem Bären gekillt worden. Hier vorne an der Ecke. Der stand hier unten und ich hier oben und der macht das Platsch und weg war ich. Alter Falter, was bist du denn für einer? Schon wieder so ein Skeletti? Die haben aber auch nichts bei sich, ne? Ich meine, wenn die können ja auch nichts bei sich behalten, ist ja auch in Ordnung. Oh, ich kann hier, ah, hier kann ich mein Wasser füllen. Für den wären bestimmt diese Brandpfeile am besten, wa? Zwei. 117. Also im Kopf ist 117. Das ist schon mal gut. 58, wenn er einen Streifschuss kriegt. Oh. Ne. Ich hab mit dem Wackler gerechnet. Ne. So. Zwei. Ui. Welch immensen Schaden ich doch mache. Ich weiß nicht, ob das da besser wäre, vielleicht mit der Axt mal dran zu gehen. Ich meine, uns geht's soweit ja ganz gut. Probieren wir's mal. Ah, unsere Eule macht mit. Ich gehe mal davon aus, dass wir 25 Schaden machen und er 24, wenn er trifft. Positiv an ihm ist, dass er nicht so einfach zu treffen ist, weil er sich anscheinend gerade um unsere Eule kümmert. Ist der angeschissen worden von unserer Eule oder was hat der da für Flecken? Ich weiß es nicht. Nimmt der überhaupt Schaden? Ja, die 25 Punkte, die sind auch zu vernachlässigen, würde ich mal behaupten. Ja, dann müssen wir ihn... Warte mal, hat man da nicht irgendwie einen angekratzen gehabt? Die ist schon geil, die Eule. Von der Schulter aus. Die bewegt sich gar nicht weg. Das ist schon ziemlich geil. Ich dachte, wir hätten einen, den wir vielleicht schon angebrochen hätten. Und hier kriegen wir ihn halt am besten mit dem Brandschaden dann, weil er ja noch nachglüht, ne? Wir ziehen ihn mal ein bisschen mit hoch und gucken mal, was es hier oben gibt. Brennen wir mal die Hose an, weil von unten nach oben brennt es ja besser. Ah, danke Frechdachs. Danke, danke. Na, ist er noch hinter uns her? Ja, ich denke, der ist schon ziemlich pissed off, ne? Er brennt ja noch. Ah, jetzt nicht mehr. Was ist denn bei dem mit unserem... Ah, warte mal, erstmal diesen hier. Damit wir wenigstens so ein bisschen auf Heilung sind. Dann mal kurz was... Haben wir nichts mehr? Haben wir alles der Eule gegeben, oder was? Kann sagen, mal ein bisschen was essen irgendwie. Ja, doch hier. Dann geben wir ihm den hier nochmal, den Brenner. Na komm, umschalten. So, schön. Dann nehmen wir die drei. Dann machen wir mal diesen hier. Kleben den fest. Dann nehmen wir den Kleber mal hier raus, weil sonst benutzt er den Kleber. Eule ist schon eine richtig geile Nummer. Die drei in die Hand. Haben wir sie in der Hand? Ne, haben wir nicht. Jetzt haben wir sie in der Hand. Jetzt machen wir mal diesen Angriff. Ah. Ja, ja. Er würde knapp 70 Schaden machen, hat aber eigentlich keinen Sinn. Weil das mit diesem Kontaktkampf bei dem einfach suboptimal läuft, sage ich mal. Hauen wir ihm jetzt beim Brennen einfach mal noch ein bisschen über den Kopf. Dann dürfte der jetzt gleich niederlegig sein. an einem Pilz stehen ist auch mal ganz gut. Pilz im Rücken. So, was hat er denn bei? Gar nichts. Was gibt er uns mit der Satyr-Axt? Knochen, immerhin. Brauchen wir für unseren komischen Altar. Bingo. Ach, ist das cool.
geht's nicht so toll. Dann nehmen wir halt nochmal eine Healing Rune. Dann mal eben noch ein bisschen hier unser Gebratenes schnabulieren. Dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Und versuchen dann wieder in Richtung Heimat zu latschen. Weil wie gesagt, spätestens 18 Uhr muss ich Feierabend machen. Oh, Kackwetter, echt. Aber wir müssen in die Richtung. Die drei Dinger sind nämlich... Boah, ich dachte gerade, hier kommt gerade irgendein Vieh, wisst ihr? Ich war hier so am Gucken und dann schlich sich so etwas hier in die Ecke des Bildschirms. Und das habe ich jetzt schon häufiger erlebt mit den Bären. da drüben müssen wir irgendwo hin. Das heißt also, wir sind hier auf der anderen Seite des Wassers. Und wenn ich mich recht entsinne, war hier halt auch irgendwo die Gegend, in der ich dann von einem Bargash gekillt worden bin. Da waren auch Augenviecher und so. Okay, habe ich falsch gesehen, ne? Das sind wirklich nur Longhörner. Gibt's gar keine Elefanten oder die sind alle schon weggegessen worden von irgendwas? Ein Goblin! Die haben noch diese Zahnräder dabei, oder? Ich will noch ein bisschen aufpassen, meine Constitution ist noch nicht so hoch. Da kriege ich, also ich glaube, einen Klatscher von dem kriege ich noch gerade verpackt, aber gäbe es Eisen. Ja, wir sind doch gar nicht so vollgeladen. Also einen Klatscher würde ich von so einem Kobold eventuell noch gut hinbekommen, aber danach liege ich dann auf der Erde. Denn meine Konstitution ist gerade mal bei 178. Ja, naja, naja, ich meine, das ist nicht schlecht, aber... Das ist dann schon mal nicht so toll manchmal. Besonders wenn da einer von einem höheren Level auftaucht. Crazy ist, der ist doch jetzt hier verschwunden. Der war ja jetzt nirgendwo mehr gesehen. Der müsste ja rein theoretisch hier irgendwo sein. Wartet der jetzt darauf, dass ich irgendwie unbedarft aufs Eisen klopfe und dann kommt der hinterm Busch vorgehüpft, um mich zu prügeln oder was? Oder ist er einfach nur nach Hause, weil Miraculi ist fertig oder so? Ist jetzt auch egal. Wir nehmen noch ein bisschen Eisen mit nach Hause. Das hörte sich jetzt nach einer weiteren Uhu an. Ah, von wegen. Du mieser kleiner Kobold. Oh, Goblin. Entschuldigung, ich wollte nicht Kobold zu dir sagen, du Goblin. Wen haben wir da jetzt gerade schon wieder im Rücken? Wer beschießt uns hier gerade? Was? Oder habe ich nur einen Debuff? Ich habe einen fucking Debuff, ne? Boah, das könnte sein. Uhuhu. Bin ich jetzt gerade nicht mit einverstanden? Versuche dagegen zu halten. Wüsste aber auch nicht, was ich hier als Debuff habe. Oh. H ist also, greift mein Ziel an. Ah ja, gut zu wissen. So, das können wir eigentlich direkt essen. Rein theoretisch. Fuck, ich gehe drauf. Aber warum? Was ist das für ein Buff? Ja, die. Das dauert noch 224 Sekunden an. Dagegen kann ich ja kaum... Naja, ich meine, ich werde mir jetzt eine Heilrune nach der anderen in den Kopf knallen. Da vorne ist unser Totenkopf, da müssen wir hin. Dann haben wir immer 3x6 oder so pro Sekunden, aber ihr seht ja... In andauernd 3 ab. Also schon mal wenigstens in Richtung zu der Brücke. Da weiß ich denn so ungefähr, wo wir da sind. Schon wieder ein Uhu weg. Eine Eule, ein Uhu, ein Kauz. Wie auch immer. Fuck. Finde ich jetzt aber sehr unangenehm. Komm, wir hauen nochmal so eine Rune rein. Ja, bin ich gerade an einem Augenvieh vorbei, okay. Oh, shit. Ja, ich versuche ja gerade gegenzuarbeiten mit den heilenden Runen hier, aber das sieht echt übel aus.
Und ich falle jetzt gleich um. Mhm. Super! Ah, jetzt habe ich auch gerade das erste Mal gesehen, was dann so passiert, wenn man stirbt. Dann könnten wir aber jetzt zum Northern. Könnten wir nämlich da runter. Hier wäre die Brücke. Ja. Es gehen ein paar Sachen kaputt. Also ich habe jetzt gerade gelesen, hier, da meine Armbrust ist gebrochen. Man verliert nicht alles, man verliert anscheinend nur einen Teil irgendwie. Aber es gehen halt Dinge kaputt. So, jetzt lass mal schauen. Hier ist die Rune, hier ist der Ausgang. Ja, alles klar. Dann brauchen wir eigentlich nur den Weg hier folgen. Super seltsamer Debuff von diesem komischen Viechern. Da hilft bestimmt so eine Healing Potion oder sonst irgendwie. Oder eine Antitötungspotion oder so. Schweinchen, jetzt bleib mal locker. Gut. ich denke schon, dass es da eine Heilung gibt, aber ich kenne im Moment noch keine. The Valley. Ja, hier bin ich nämlich, da drüben liege ich, ein paar Mal gespawnt und habe immer gedacht, das wäre immer das gleiche Dorf und es war Nacht und ich hatte die Einstellungen falsch und es wurde eigentlich nie wieder Tag. Und dann bin ich andauernd quasi in zwei verschiedenen Dörfern gespawnt, also in zwei verschiedenen Punkten und habe das nie gerafft und es ist mir dann heute auch nochmal passiert. Gerade mit dem zweiten Punkt. Achter Longhorn. Und bin ja auch eben schon mal falsch gelaufen, weil ich dachte, ich wäre im gleichen Dorf. Aber man hat ja verschiedene Outposts, wie es ausschaut. Yeah. Schön. Nehmen wir das alles mal. Dum 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 dum. What? Warum? Und wo ist meine Eule? Das hier ist eine billige Eule. Ist meine Eule automatisch tot, wenn ich nicht mehr da bin? Oder ich habe hier gerade noch irgendwo grüne Schrift gesehen. Da! Da! Aber wie auch immer sie da hinkommt. So, Eule, ich zeig dir jetzt mal, was meine Eule kann. Nee, Quark. Ich werde mich mal in Richtung nach Hause begeben. Denke ich, hoffe ich. Oder erstmal ein bisschen Menschenfleisch mit. Hier brauchen wir nicht auf geistige Gesundheit achten. Meine Eule macht direkt mit. Das ist so cool. Wirbel an uns vorbei. Aber die dürfte jetzt auch gleich dran geben, oder? Sonst nehmen wir dich auch noch mit. Erstmal schnell Land gewinnen. Ui, ui, ui. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt durch das Dorf gehen. Dorf ist ja eigentlich immer eine Sackgasse. Dann müssen wir also doch den Weg hier einfach wieder zurücklatschen. Auch hier an der kalten Ding vorbei und so. Ich werde jetzt mal hier um den Berg herumlatschen. Ja klar, natürlich. Das haben wir eben von da ganz hinten gesehen. Und das kann ich mich sehr gut erinnern, weil in der Nacht sieht das aus, als würden hier Weihnachtsbäume stehen. Die ist ja immer noch heiß auf uns. Ja, gut, wir bringen eine Eule mit. Warum habe ich eigentlich noch die Axt in der Hand? Unnötig. Hier hätte ich doch gedacht, laufen die Elefanten, aber da war gar kein einer. Schade. Gut, also wieder Richtung nach Hause. Nochmal so ein Kobold, ja? Aber diesmal, ach ja, die ist ja kaputt. Nee, diesmal nicht. Komm, machen wir das mal mit Feuer. Ja, 54 Schaden ist schon so einiges. Brauche ich nur einmal drauf feuern, fällt er um. Das ist cool. Was hat der Bursche denn bei sich? Hm, sehr interessante Dinge. Und wir könnten mal schauen. Nee, ich habe jetzt nichts gesehen, was aufgestiegen wäre. Also behalten wir die mal. Weil die können wir ja schnabulieren, können wir die, ja? So. 41 Knochen, wir haben das Ding fertig. Und wir haben
so einen komischen Goblin-Stick. Damit können wir knüppeln. Damit dürfte unser Melee ja auch irgendwie, also unser Melee-Damage dürfte ja damit auch steigen. Bauen wir den erstmal ab. Mal alles gebrauchen. Mal, das war der kaputte Kleber. Dann bin ich quasi mehr oder weniger einmal hier um den Berg rum oder was? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Da ist das Ding, da ist der Totenkopf. Da müssen wir auch da drüben hin. Wir sind irgendwo da in der Nähe beheimatet. Also in Richtung da, wo eben das Auge war und das Longhorn. Cool. Da ist sogar noch das Longhorn. Auge, das haben wir ja mitgenommen. Trinken wir mal eben was. Essen habe ich nicht mehr so viel. Ja. Ein paar Bärchen, die können wir auch essen. Auch in Ordnung. Sechzehner Longhorn, 12er. Acht und 60er Longhorn, das wäre schon eine Nummer. Die täte ich mir glatt gefallen lassen. Habe ich hier schon wieder so ein Skelett? Ja, ja, der kann aber auch da bleiben, wo er ist. Oigli. Oigli. Okay. Oh, okay. Irgendwie eine Kackgegend, in die ich hier geraten bin. Ich kann nur hoffen, dass ich die Augen und die... Oh, oh. Oh, oh. Hui. Mal schnell durchs Wasser. Vielleicht kühlt er da ab. Shit, sieht nicht so aus. Noch ein Bär hinter mir. Pass auf. Bär, bleib mal stehen. Bleib mal einfach alle stehen. Shit. Nein! 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 Und dann so idyllische, ruhige Musik, wisst ihr? Wow! Holy shit! Da sind Ents. Vielleicht helfen die mir. Was für Hühner? Ah, ein Goblin! Alter, ich dachte jetzt gerade, hier ist ein Huhn hinter mir. Fallum, mein kleiner grüner Kollege. Hörst du wohl auf, Eule, auf irgendwelche großen, übermächtigen Gegner zu schießen? Das könnte sehr unangenehm werden für uns. Puh. Stimmt, das war ja der Kitzekätzchenwald. Da muss ich eigentlich durch, weil von da bin ich gekommen. Verstehe. Na, das ganze Ding hier ist Kitzekätzchenwald und wenn ich das richtig sehe... Haben ja eben die Ents gerade gegen Kittekätzchen gekämpft. Boah, ich will hier weg, ne? Hier ist eine kaputte Brücke. Da sag ich doch! Ui, fuck! Das ist aber jetzt sehr unangenehm. Ja, Frechdachs, ich hab einen super, super mega Orientierungssinn. Man nennt mich auch den heimlichen TomTom. Oder auch nicht. Ah, ist ganz schlimm mit mir. Auf der anderen Seite ist es dann eigentlich immer so, dass ich dann irgendwann, wenn ich gerade komplett verzweifle, den Weg nach Hause finde. Das ist irgendwie sehr angenehm bei mir. Ich verlasse mich da immer so ein bisschen aufs Glück und naja. Ich habe zwar noch keinen Respawn-Altar, den ich jetzt langsam mal in Angriff nehmen sollte, denn wir haben genug Knochen. Aber ich weiß jetzt so ungefähr, wo wir landen. Doch, wir kommen jetzt hinten rum raus. Ja, natürlich. Natürlich, ich weiß, wo wir sind. Yippie. Yeah. Es ist immer schön, dass ihr alle zu mir haltet. Danke. So, können wir weiter. Genug Süßholz geraspelt. Ja, Gewichtszimmer. Naja, Essen ist... Müsste ich mal schauen, ob wir da vielleicht irgendeinen... Nee, nichts Fastfoodiges haben wir. Ich schalte mal eben die Waffen um. Im Falle des Falles, ne? Klebt der Uhu alles. Nee, cool. Super cool. Die Reise, ich habe endlich meine Reise überlebt, auch wenn es gerade eben noch mit einem Punkt war, ne? Also, das war jetzt wirklich nur noch 3 Pixel oder so.
ich weiß nicht, komm direkt noch ein. Ja, du hast richtig Hunger, ich weiß. Also die Rune, die hat einen Cooldown, alles klar. Aber ich habe endlich meine Reise überstanden. Dann natürlich wieder ganz lieb. So, mit dem Zaunfall direkt. Ganz genau, Danu, ja. Wenn man sagt, die Fool kennt sich aus in einer Gegend, dann stimmt da was nicht. So, jetzt gucken wir nochmal eben, was wir hier in der Kiste haben. Sehr viel. Wow. Das kann ich ja gar nicht nach Hause tragen. Ja, geil. Was haben wir denn da? Longhörner über Longhörnern und so. Ach, das ist echt schön. Und es ist auch sehr schön, dass die auf der Flucht mittlerweile nicht mehr einfach nur noch irgendwie abhauen. Bist du 40? Würde sich auch fast lohnen. Ah, nee. Wir schmeißen jetzt das Feuer an, sortieren die Sachen ein bisschen ein. Und dann lassen wir den lieben Gott einen dicken Mann sein, Freunde. So ungefähr habe ich begriffen, wie ich gelaufen bin. So ungefähr. Aber ich meine, der Totenschädel, wo auch immer er jetzt gerade zu sehen ist, ach nee, nur auf der anderen Seite, ist da hier, Zacken und Totenschädel. Ist so eine markante Stelle, das ist echt geil. Kupfer brauchen wir nicht mitnehmen. Wir bräuchten, wenn, also brauchen tun wir es im Moment auch nicht. Könnten mitnehmen Eisen. Aber das muss jetzt auch nicht sein. Ja, Sponti, ich weiß. Dazu muss ich aber erstmal in die Küche kommen. Das erledige ich jetzt noch alles schnell mit euch. So, ganz gemütlich schnell. Ah. Ja, wie gesagt, ihr Lieben, also die nächsten 2 Tage bin ich schon mal so irgendwie... Nein, ich habe da wirklich noch 45 Dinger drauf. Alter Falter. Ich bin alt, ich darf sowas. Ich darf sowas. Scheibenkleister, wie doof kann man sein? Danke, Sponti. Ey, das ist, was wäre ich ohne euch, ne? Tot. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ich die nächsten 2 Tage gewiss nicht online bin, wenn überhaupt dann Mittwochabend spät irgendwie, wenn ich mich da überhaupt noch zu irgendwas aufgerafft kriege, was ich wiederum nicht glaube. Also deswegen lieber im Kopf behalten. 2 Tage werdet da maximal was im Discord-Forts von mir hören, aber das war's dann auch schon. Ja, wie es dann am Donnerstag weitergeht, bin ich mir noch nicht sicher. Entweder Green Hell oder Mist, aber vielleicht auch wieder Dying Light. Dying Light wäre geil. Ich meine natürlich Dark and Light. Müssen wir einfach mal schauen. Willkommen, oh fuck, echt, wie kann man so blöd sein? Wie kann man nur so blöd sein? Aber es ist geil. Karl, was... Karl-Koffer, okay. Ich hatte da jetzt Karl-Kofe, Karl-Koffer, Karl-Offer. Ich habe alles Mögliche gelesen. Also sorry, Karl-Koffer, der Karl-Koffer, also der kalte Koffer, der folgt mir jetzt und der folgt dem Inkal. Das freut mich. Sei willkommen. Freunde, müsst ihr mich denn immer so stressen mit euren Namen? Könnt ihr nicht einfach irgendwie Franz, Thorsten, Lisa und Sabine heißen? Ich glaube nicht. Gut. Wir haben so viel gar nicht erreicht heute, ne? Außer eine Sau, eine coole Eule. Sehr viele Male konnte ich euch demonstrieren, wie man es nicht macht. Ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt. Und ansonsten, sind wir nicht so gut vorangekommen, wie ich das gern gehabt hätte. Aber so ist das immer, ne? So ist das. Ist das halt eben. Fehlt immer noch ein bisschen was von dem Twine. So ein bisschen. Ah. Also Schmidt-Meyer-Schulze war schon voll. Ja, das ist der Nachteil am Internet, ne? Unendliche Freiheit und alle heißen trotzdem Schmidt-Meyer-Müller, ne? Pulski. Ja, also es ist einfach so. Es ist so, man kann da gar nichts dagegen machen. Nee, wie gesagt, wenn was ist, ihr Lieben, Discord-Dings, da habe ich gedingens, bummens, ansonsten YouTube, Twitter, Twitch, irgendwie das ganze Programm, wenn irgendwas sein sollte, dann teile ich euch das schon mit. Ich werde jetzt gleich Feierabend machen. Ich laufe mit euch hier jetzt nochmal meine Bäuerchen ab, gucke mich nochmal ein bisschen um. Freue mich, dass ich das allererste Mal auf einer Reise lebend zurückgekommen bin mit
Mit einem lebenden Tier. Ich kann es schon gar nicht mehr glauben. Ich könnte weinen vor Freude. Aber ich lasse es mal bleiben. Ach nee, war eine wunderbare Runde. Ich kann mich nur bei euch bedanken. Hier können wir da mal was anschmeißen. An der Stelle einfach mal Chat loben. Viel mehr bleibt mir, glaube ich, nicht zu sagen. Außer schaltet jetzt ab, genießt noch den lauen Abend. Ich schwitze mir hier nämlich gerade den Arsch weg. Von daher bin ich auch froh, wenn ich jetzt gleich mal richtig gut lüften kann. Die Bauarbeiten haben aufgehört. Das heißt, ich kann in einem Stündchen höchstwahrscheinlich wirklich pennen gehen. Es sei denn, jemand draußen vor lauter Freude, dass keine Bauarbeiten mehr stattfinden, irgendwelche Partys zu veranstalten. In diesem Sinn, ihr Lieben, stelle ich mich neben und mit meinen gesamten Errungenschaften hier nochmal bei... Ja, weiß ich nicht. So rum. Stelle ich mich nochmal hier für euch auf. Der sabbert mich voll und außerdem stinkt die Sau. Also fasse ich mich kurz. Ich bedanke mich. Passt auf euch auf, ihr Lieben. War echt ein geiler Nachmittag. Gehabt euch wohl. Euer John Diefuhl und tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Danke nochmal, war richtig geil.